Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, eure Tine. Heute schauen wir in die kommenden 72 Stunden. Vorneweg werden wir mal ein paar Orakelkarten springen lassen. Ich danke dir für dein Feedback, für dein Like und für dein Liebeskommentar und dein kostenfreies Abo, was du jederzeit hier lassen kannst. Herzlich willkommen an dich, wenn du neu bist auf meinem Kanal. Betätige auch die Glocke, wenn du über ein neues Video informiert wirst. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Energie, also es sind Orakelkarten, sage ich vorneweg, ja. Neumond im Widder. Wir haben jetzt nicht tatsächlich den Neumond im Widder, sondern wir hatten am 3.9. den Neumond in der Jungfrau. Widder-Energie ist ja so eine Energie von Neustart, auch sowieso, ne, weil der Widder ist das erste T-Kreiszeichen im T-Kreislauf. Und da geht es ganz oft um Themen, das sich durchsetzen, für sich einstehen, der Selbstbehauptung, des Ausdruckes und das Ich bin, ja. Wer bist du? Was macht dich aus? Solche Themen sind hier angesiedelt. Und Zeit zu handeln bedeutet eben auch jetzt wirklich die ersten Steps zu gehen. Betrachte das Gesamtbild. Noch eine Feuerenergie, Vollmond im Schützen. Der Schütze, der ist ja so ein Freigeist und möchte gerne sich weiterentwickeln, möchte vielleicht auch neues Wissen sich aneignen. Der steht so für die spirituelle Weiterentwicklung, auch für Philosophie, für Themen der Philosophie und ja, Reisen, sagte ich glaube ich schon, ne? Also Dinge, die vielleicht der Abschluss einer Entwicklungsreise. Schauen wir mal, was wir von den Karten von Kyle Bray, die Energieportale-Aktivierungskarten. So. Ja, lass es mich mal wissen, wie denn so jetzt deine Woche war. Meine war ja ziemlich turbulent, ja. Mein Körper hat total verrückt gespielt bei diesem Wetter, dieses. Ich weiß nicht, das ist ja kein Wetter, das ist ja anstrengend, ja. Das ist so dieses kosmische Wetter, was mich sehr anstrengt. Also ich habe massiv mit Symptomen in den Beinen gehabt und Nerven. Meine Nerven sind total am verrückt spielen. Das ist auch so die Energie von Uranus, die wir wahrscheinlich jetzt auch immer mehr merken. Der macht sich bemerkbar bei Nerven, Waden, Unterschenkel und halt steht so für die Kraft, auch neue Schritte zu wagen, ja. Und da bin ich ja auch gerade selber in dem Prozess. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so ist, dass man im Grunde neue Wege schreitet und der Körper sich dann bemerkbar macht, weil er ja dich in dem Gewohnten festhalten möchte, ne? Also alles, was mit Transformation zu tun hat, fällt ja dem Körper mitunter recht schwer. Und dann versucht er dich über Symptome im Grunde immer wieder in ja, in alten Mustern, Glaubensmustern oder Strukturen festzuhalten. So, schauen wir mal, was dann jetzt die Energieportal-Aktivierungskarten uns sagen, durch welches Tor wir jetzt schreiten, welche Energien sich jetzt hier so bemerkbar machen in den kommenden 72 Stunden, vielleicht auch darüber hinaus. Du, für dich gilt das ab dem Moment, wo du das Video siehst. Dankeschön. Da zeigt sich heiliger innerer Raum, das Sakralchakra. Es steht auch für Sinnlichkeit und für Zärtlichkeit. Das ist das Chakra, was im Grunde, ja, ja, wo genau sitzt das? Also das ist im Grunde im Unterleib angesiedelt. Ich will mal die Chakrenkarten rausnehmen, damit du ein bisschen bessere Vorstellung davon bekommst. Das Sakralchakra, wo haben wir das hier? Das ist das Wurzelchakra hier. Das entspricht der Farbe Orange. Heilpflanzen wäre zum Beispiel Ringelblume, Brennnessel, Giersch, Petersilie, Liebstöcke, Koriander, Pfeffer, Vanille und sowas, ja. Unter dem Bauchnabel, oberhalb des Schambeins. Ach, jetzt habe ich das verwechselt. Ja, klar, Sakralchakra sitzt ja oberhalb des Schambeins unter dem Bauchnabel. Genau, da sitzt das. Das ist das zweite Chakra. Auch das Sexualchakra, das bestimmt im Grunde Themen, wo es um deine Lebenskraft geht, um deine Freude, deinen Spaß, auch deine Kreativität kommt dort heraus, ja. Und Themen des Dienen und des Führen, ja, weil wir haben ja wieder Energie, das ist eher so die Führungsenergie, anführen, in die Führung gehen, Verantwortung übernehmen. Und vielleicht geht es da auch darum,
dich nochmal dir hier deiner Emotionen, deines Warums auch bewusst zu werden. Also was hält dich jetzt hier? Ja, wir haben hier mit der Psyche nämlich Emotionen, Kreativität, Sexualität, Eros-Energie, Sinnlichkeit, Lebenslust, schöpferische Kraft. Genau, die schöpferische Kraft, die kommt nämlich von dort. Deine Willensstärke, ja, die kommt aus dem Sakralchakra genauso. Beziehungen, Balance von Geben und Nehmen und auch Themen des Loslassens, des Annehmens, ne? Begehren, Sehnsüchte, Lust und Hingabe. Ja, wir können natürlich nur empfangen, wenn wir bereit sind, auch uns den Dingen hinzugeben und uns nicht bestimmter Themen verwehren. Ne? Also das gehört natürlich dazu. Und vielen fällt es schwer, Dinge anzunehmen bzw. auch zu akzeptieren und dann auch loszulassen. Habe ich so ein Gefühl, dass das manchmal sehr, sehr schwer ist, auch die eigenen Bedürfnisse anzunehmen und sich dafür einzusetzen. Das scheint ja auch manchmal so eine Herausforderung zu sein. Wenn du da nicht weiterkommst, kannst du mich gerne kontaktieren. Wir können da gerne mal tiefer schauen in die ganze Thematik, was dich von deinem Glück, von der Vollendung deines Glückes abhält, warum du vielleicht hier nicht ins Tun kommst, ja, damit wir hier ein Gesamtbild mal bekommen. Und dann kann ich dir natürlich dabei auch unterstützen, deine Blockaden, deine inneren Hürden zu nehmen. So, wie kannst du das machen? Geh einfach auf Elo-Page, registriere dich da, buch dir da deine persönliche Legung und dann schauen wir rein, was da los ist. So, was dürfen wir hier noch wissen? Was dürfen wir noch wissen? Ja, siehst du, wir haben nämlich die Ungewissheit. Das ist die 7. Das 7. Haus steht ja für die Waage. Also auch das Gleichgewicht und die Harmonie, die Balance zu finden und trotzdem die Schritte zu gehen, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, in welche Richtung. Wir sehen hier so ein kleines Vögelchen. Die Dame, die hat hier so die Augen verbunden. Ich zeig's dir mal in die Kamera. So, kannst du es ganz gut sehen, ne? Das heißt, sie kann momentan gar nichts sehen und muss so sich auch auf ihre Sinne berufen. Sie hat hier einen Schlüssel in der Hand und weiß vielleicht noch gar nicht wofür. Ja. Höre auf deine innere Stimme, was sie dir zu sagen hat. Wo führt es dich hin, wenn du deine Augen verbindest, wenn du nichts siehst, wenn du nichts hörst, wenn du dich wirklich nur auf das konzentrierst, was dir deine innere Stimme sagt? So, los geht's. Noch einen kleinen Gong vorneweg. Klärt wunderbar die Energien. Ich hoffe, du hast ein entspanntes Wochenende. Schauen wir mal, was das Wochenende dir so bringt in diesem Prozess hier. Ne? Ja, der manch einer hat mir ja schon geschrieben, ja, das sind ja so viele Sachen, das kann ja gar nicht alles in diesen 72 Stunden passieren. Das mag wohl möglich sein. Das kommt immer auf deine Entwicklung an. Ne? Manch einer sagt ja auch, ja, bei mir passiert gar nichts oder da ist ja wieder immer wieder das Gleiche. Du musst es so sehen, als ob ich ein Foto mache von dem Moment. Und je nachdem, wie sehr du dich halt bewegt hast in dem Zeitraum, verändert sich das Bild, ne? Verändert sich die Kulisse. Und das obliegt ja nicht meiner Entscheidung, sondern deiner. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Unterm Kartendeck zeigt sich das Schicksalsrad. Ja, na, wer hätte das denn gedacht? Also hier kommt Bewegung in die Dinge, ja? Sie verspricht Glück, eine verheißungsvolle Wendung, eine positive Wende mit der 10. 10 haben auch immer die 1 da drin, die steht auch immer für den Neuanfang, ja, eine neue, frische Energie. Und das finde ich spannend, weil der großen Arkana haben wir ja vor dem Schicksalsrad die Karte der Eremit. Das ist die Jungfrau-Energie. Und wir hatten ja jetzt am 3.9. den Neumond in der Jungfrau. Da ging es darum, die Dinge nochmal zu durchdenken, einen neuen Denkansatz, eine neue Ordnung in seine Struktur, in seine Themen zu bringen. Und mit dem Schicksalsrad ist es so, das ist auch Jupiter-Energie, das ist der Dirigent hier vom Schützen, ne? Das ist so eine hoffnungsvolle Energie, die jetzt reinkommt, ja, so wie sie hier auf einem Bein steht, sie steht noch so ein bisschen wackelig, ne? Aber sie hat hier die Würfel bei sich, die Glückswürfel und hofft im Grunde auf einen guten Ausgang. Darunter haben wir den Teufel, den wollen wir gar nicht sehen. Ich muss gar nicht drunter geguckt. Was mache ich hier? Ja, also der Teufel kann natürlich auch im positiven Sinne für Themen der Berufung stehen, der Struktur, der Themen, die mit Finanzen zu tun haben, mit Stabilität. Das ist so,
ja, der steht für die harte Arbeit auch und für die Geduld und auch für Ordnung, ja. Also eine gewisse Ordnung, eine gewisse Ausdauer zu bringen, steht auch für das Bodenständige und das Traditionelle, auch Karriere und solche Dinge stecken damit drin. So, legen wir mal noch zwei Karten für das Outcome und dann gehen wir in die Legung. Ich werde zu jeder Karte auch noch eine Klärungskarte ziehen. Was haben wir denn in der Mitte? Bin ja neugierig hier. Da haben wir die 9 der Kelche. Supi! Die 9 der Kelche verspricht eine emotionale Fülle. Ja, einfach zufrieden sein. Mit sich und der Welt zufrieden sein. Mit sich im Einklang sein. Auch mit anderen, ja, so im Reinen sein. Ja, kommt mir hier. Man empfindet hier ein großes Glücksgefühl. Das ist allerdings das, was man mit sich selber hat. Ja, also dafür brauchst du keinen anderen Menschen. Auch eine Unabhängigkeit, eine emotionale Unabhängigkeit. Supi, wir fangen hier die Legung mit dem Ass der Kelche an. Das Ass der Kelche steht für ein Potenzial auf eine große Liebe. Was ist das? Das kann auch die Herzheilung sein, ja, eine Erfüllung, ein Herzenswunsch. Aber wir reden hier mit dem Ass erstmal nur von dem Potenzial, ja. Gut, nehmen wir mal die Karten von der Julia Aurelia noch dazu. Was dürfen wir denn hier noch über das Ass der Kelche wissen? Das kann natürlich auch eine neue Liebe sein, die dir hier reinkommt. Die dich überrascht, ja. Ein Mensch, oder ein Herzensprojekt kann das auch sein, ja. Das muss jetzt nicht immer mit der Liebe zu tun haben. Wenn wir jetzt von Beruf und Karriere sprechen, weil sich ja jetzt hier der Teufel, das Sternzeichen Steinbock repräsentiert zeigt, dann kann das eben auch dafür stehen, dass es um ein Herzensprojekt geht. Um was du dich jetzt kümmerst, etwas, was ein starkes Potenzial darauf hat, dir die Erfüllung zu bringen. Drei der Stäbe. Mit den drei der Stäben macht man sich auf eine neue Reise. Es kann sein, dass du hier eine Entscheidung getroffen hast, in welche Richtung jetzt dein Weg gehen soll, was allerdings noch mit einer gewissen Verzögerung einhergeht. Ja, so wie wenn du jetzt eine Entscheidung für eine Wohnung getroffen hast und musst aber eben noch 8 Wochen warten, bis du einziehen kannst, oder einen Job, der dir sehr am Herzen liegt und du musst eben da auch erstmal die Dinge noch auf dich zukommen lassen. Ja, man hat hier im Grunde vielleicht auch eine Herzensentscheidung oder man kann ja eine Herzensentscheidung treffen, wenn man hier sich neu ausrichtet, wenn man bereit ist, neue Abenteuer einzugehen. Vielleicht kommt hier auch etwas auf dich zu, ja, was du so eben noch gar nicht siehst. Was dürfen wir denn zu dem Ass der Kelche und den drei der Stäbe noch wissen? Befragen wir mal die Lennemore-Karten. Ass der Kelche und die drei der Stäbe. Was dürfen wir dazu noch wissen? Was dürfen wir zu dem Ass der Kelche und den drei der Stäbe noch wissen? Ass der Kelche und drei der Stäbe. Supi, danke. Ja, ich habe eben noch gedacht, ja, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen Geduld noch haben dürfen. Und dann zeigt sich hier die Karte die Zeit. Diese Zeit hier deutet allerdings auch auf Synchronizitäten und zeitliche Zusammenhänge hin. Ja, also vielleicht hast du in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die jetzt zum Tragen kommen könnten. Oder dass jetzt etwas auf dich zukommt, was lange vorbereitet ist. Ne, wo ein Zahnrad erst in das andere greifen musste, damit die Dinge jetzt hier auf dich zukommen können. Ne? Ein gewisses Wissen gehört da vielleicht dazu, eine Erkenntnis, ja, die Geduld ist hier im Grunde auch mit drin, dass die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart, pick dir einfach was raus, sagt die geistige Welt, pick dir was raus. Es geht da auch um die Zeitlosigkeit der Dinge zu erkennen. Das finde ich ja auch gerade spannend an der Nachricht, die Zeitlosigkeit zu erkennen. Etwas ist vielleicht auch zeitlos. Vielleicht ja, ist man immer so in der Vergangenheit und man ist immer in der Zukunft und darf jetzt auch so die Zusammenhänge erkennen von allem. Ja, hier ist eine gewisse Neuausrichtung auch angezeigt. Dürfen wir dazu noch mehr wissen? Das ist mir alles ein bisschen zu kryptisch. Und was geht es mit den drei der Stäbe genau? Drei der Stäbe auf Ast der Kelche. Worum geht es da genau? Was dürfen wir dazu noch wissen? Ach so, das ist hier. Die Ungewissheit, ne? Hier gibt es noch Unklarheiten, hier ist noch nicht alles in Stein gemeißelt scheinbar. Also du bist quasi noch
auf der Reise oder ja, musst dich da noch etwas gedulden. Aber wichtig ist halt, dass du ausgerichtet bleibst, dass du auf deine Zukunft, auf deine Wünsche ausgerichtet bleibst, die Vergangenheit auch hinter dir lassen kannst. Aber es ist noch unklar. Etwas kannst du noch nicht sehen. Wenn das ein Mensch ist, kannst du das noch nicht sehen. Spannend. Oh, wow, das nächste Ass, und zwar das Ass der Münzen. Hier sind wir jetzt in der Welt der Materie. Materie ist alles, was ich anfassen kann. Das ist aber auch unsere Gesundheit natürlich, ne? Unser Körper, unser gesundheitliches Wohlbefinden ist dann natürlich auch mit drin. Ass der Münzen verspricht hier ein Potenzial auf Sicherheit, auf Stabilität, auf starke Finanzen, auf Wohlergehen, auf Gesundheit, auf eine Pflanze, die jetzt hier wachsen kann. Das ist sozusagen ein Samen, könnte sich auch als Lebenschance zeigen. Da bin ich ja jetzt echt gespannt. Was ist das Ass der Münzen? Vielleicht auch ein Jobangebot, ja? Wie gesagt, Finanzen hängen ja auch mit dran. Finanzielle oder berufliche Möglichkeiten. Was dürfen wir über das Ass der Münzen wissen? Was dürfen wir über das Ass der Münzen wissen? Da haben wir die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter ist ein Thema, wo du dich gedanklich im Kreis drehst, wo sich alles drumherum dreht. Ja? Du hast nur diese eine Sache im Kopf. Also du weißt dann jetzt auch ganz genau, worum das geht. Und da steckt ein unglaubliches Potenzial auf Stabilität, auf langfristigen Erfolg auch hin. Mit den Neun der Schwertern haben wir hier auch so eine Energie von schlaflosen Nächten haben. Vielleicht kannst du auch momentan schlecht schlafen oder wenig schlafen. Hast vielleicht auch viele Gedanken in deinem Kopf, die du sortieren musst. Viele Aufgaben, ne? Schwerter sind ja auch so Gedanken. Und Neun der Schwerter ist ja quasi kurz vor der Vollendung. Das ist eigentlich das Gute, dass du in deinem Prozess quasi schon bei 75% bist. Auch wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, ich kann es gar nicht sehen. Du das Gefühl hast, vielleicht Rückschritte sogar zu machen. Nein, das tust du nicht. Mit den Neun der Schwertern bist du kurz vor dem Abschluss. Ja? Also bleibe dabei, Zeit zu handeln. Lasse deine Sorgen los und nimm diese Chance, die dir jetzt geboten wird, an. Was auch immer das ist. Was dürfen wir denn über das Ass der Münzen und die Neun der Schwerter hier noch wissen? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, deine Sorgen loszuwerden. Da haben wir nämlich hier schon mit den Ruten eine Energie von Streitigkeiten, von Meinungsverschiedenheiten, aber auch ein Potenzial auf Klärung. Ja? Also hier kann sich auch etwas plötzlich ereignen oder klären. Ich hätte gerne noch mehr gewusst über das Ass der Münzen. Was darf ich hier noch übermitteln? Worum geht es mit dem Ass der Münzen? Ah ja, das ist verbunden mit einer Entscheidung. Also wir haben auch mit den Ruten hier die Zweierenergie. Es sind zwei Ruten. Vielleicht hast du hier zwei Möglichkeiten, zwei Optionen, ja, mit denen du hier gedanklich spielst. Und deswegen hast du vielleicht hier so Gedankenkarussell gerade. Und hier darf eine Entscheidung getroffen werden. Guck mal, 11:22 habe ich übrigens, wenn alles gut geht, als Kennzeichen für mein neues Auto. Ich habe mir nämlich ein Auto gekauft. Das kann ich hoffentlich bald abholen. Und da habe ich die 11:22. Ja, was für ein Zufall. Das sind, wer sich fragt, warum ich das jetzt so betone, das sind so Engelszahlen, Meisterzahlen, wie du es nimmst, ja, Energien, hohe Schwingungen. Und kannst du gerne mal googeln, Energie 11:22, was das bedeutet. Das ist eigentlich immer so die Botschaft, dass man auch auf dem richtigen Weg ist, ne? Und dass man da auch Unterstützung aus der geistigen Welt bekommt. Und wer nimmt die nicht gerne an, ne? So, sechs der Stäbe, sehr schön. Da hat es mit Anerkennung und Wertschätzung zu tun, auch ein Überwinden, ein Erfolg, ein Teilerfolg, den man hier erreicht. Ja, das ist so, wenn du an etwas hart gearbeitet hast, kannst du hier mit den sechs der Stäben sowas wie ein Etappenziel erreichen. Du bekommst ja eine Zustimmung, du könntest hier auch einen Erfolg einheimsen in einer Angelegenheit, um die es halt bei dir geht. Etwas, wo du dann wohlauf bist, wo du mit erhobenem Kopf ja, aus der Nummer rausgehst. Sagen wir es mal so. Was ist denn die Sechs der Stäbe? Und da haben wir hier den Herrscher. Das ist die Widderenergie, die sich hier schon zeigt. Das könnte eine Unternehmung sein, ein Geschäft, ein Unternehmen,
Oder eine Person, die sehr viel Einfluss ausübt. Ne? Wenn der Herrscher eine Person ist, dann könnte das jemand sein, der so ein bisschen, ja, der mit dir vielleicht so Machtkämpfe ausgeübt hat. Hatte ich tatsächlich, das ist sehr spannend, bei mir war es der Autohändler. Ja? Der wollte von mir Geld haben für Dinge, wo ich der Meinung war, nix da, das kannst du mal bitte schön selber bezahlen. Bei mir war es nämlich so, dass zum Beispiel in der Annonce drinne stand, dass das Auto vor Übergabe einen neuen TÜV bekommt. Und er wollte, dass ich den bezahle und das noch zu überhöhten Preisen. Weil ich kenne ja die Preise. So, und da habe ich gesagt, nope, nope, steht so in der Annonce drin, hat er mir zugesagt, möchte ich gerne haben. Ja, und da ich mir aber Gott sei Dank einen Ausdruck davon gemacht hatte, habe ich ihm das zukommen lassen. Hier bitte, lies nochmal nach, ja. Ja, und da war er natürlich ein bisschen, ja, zickig mit mir. Aber gut, was soll's. Ja. Ja, er musste schon ziemlich viel Geld rein investieren, weil ich darauf bestanden habe, dass der Zahnriemen gewechselt wird, weil das Auto dementsprechend Kilometer runter hat. Und ja, ich erzähle gerade mal so ein bisschen aus meinem Leben. Ja, aber der war wirklich echt, der hat mit mir bis aufs Messer diskutiert. Und ich dachte mir so, warum? Also, der möchte ja auch Geld von mir. Also habe ich auch einen Anspruch darauf, ein vernünftiges Auto zu bekommen. Ne? So, was dürfen wir denn hier über die Sechserstäbe noch wissen? Was ist hier los? Was dürfen wir dazu noch wissen? Vielleicht hast du dich hier durchgesetzt in irgendeiner Sache und damit einen Erfolg eingeheimst. So, die Verantwortung übernommen. Was dürfen wir über die Sechs der Stäbe wissen? Sechs der Stäbe. Oder etwas in, der Herrscher steht ja auch für Recht und Ordnung, ja? Dass etwas in Ordnung gekommen ist. Etwas überstanden. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder den Salat. Da haben wir einmal das Kind, wir haben das Schiff und wir haben den Ring. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Also ein Abschluss, ein Neuanfang und in der Mitte haben wir das Schiff, was auch hier wie die drei der, guck mal, hier vorne ist auch das Bötchen, ne, oder Schiff, für Neuausrichtung steht und eben auch das Überwinden von Hürden und Hindernissen. Das sieht gut aus. Also hier kann mit irgendetwas ein Abschluss geschlossen werden, ne? Eine runde Sache im Grunde. Man geht durch dieses Tor und vielleicht auch irgendeine gesunde Abgrenzung, ne? So ein Ring, der kann einen ja auch gut schützen. Und ich versuche das gerade hier so in den Zusammenhang mit den anderen Karten zu bringen, mit dem heiligen inneren Raum. Ja, ich glaube, dass du hier eine starke Verbindung auch zu dir jetzt hast, dass du weißt, wer du bist und dass du für dich und deine Bedürfnisse halt auch einstehst. Und das sieht sehr gut aus. Und damit hier in eine komplett neue Energie reinkommst auch, ne? Mit dem Kind. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Vielleicht hast du hier auch Hürden und Hindernisse bezüglich eines Kindes oder eines Neuanfangs überwunden. Das kann natürlich auch sein. Ich habe auch schon überlegt, ich hatte euch ja erzählt, dass ich eine Community für euch gründen möchte und bin natürlich da so am Überlegen, für wen und ne, dass ihr auch in irgendeiner Weise einen gemeinsamen Nenner habt, dass ihr euch da wohlfühlt und abgeholt fühlt. Und diese ganze Aufgabe ist mir so ein bisschen gerade über den Kopf gewachsen, also dass ich mich echt unsicher gefühlt habe, ob ihr dann auch zufrieden seid, ob ihr vielleicht Erwartungen habt, die ich nicht erfüllen kann oder. Und ich echt ins Straucheln gekommen bin, ob ich das wirklich machen sollte. Also das ist für mich gerade so eine Hürde auch gewesen, diesen Weg jetzt einzuschlagen. Weil ich einfach so eine starke Verantwortung auch in mir fühle. Ja, ich möchte natürlich auch, dass du dich dann da wohlfühlst und nicht hinterher sagst, was ist das denn alles für ein Rotz, ne? Zumal ich ja gesagt habe, ja, ich biete das auch mit Wissen aus der Astrologie und aus dem Human Design an. Aber ich muss vorneweg sagen, dass ich in diesem Prozess selber noch drinne stecke. Ja, also ich bin auch nur eine von euch. Also ich, nicht, dass ihr denkt, ich bin hier allwissend und mit meinem Prozess fertig. Ich stecke auch selber noch in der Ausbildung, was das Human Design anbetrifft und der Astrologie. Und da lernt man halt auch nie aus. Ne? Und das, was ich weiß, gebe ich gerne an euch weiter. Und ich mache auch weiterhin die Analysen nach bestem Wissen und Gewissen. Und hoffe, dass ihr da auch ja, zufrieden seid. Bisher war das Feedback ganz gut. Und also ganz gut. Ja, ich bin halt sehr bescheiden, ne? Ich werde mal versuchen, ein paar Feedbacks einzusammeln und euch das zu zeigen, ja, was da so bei rausgekommen ist. So, jetzt weiter hier. Neunte Kelche, sagte ich ja schon, das ist so die emotionale Fülle und die Unabhängigkeit. Was dürfen wir zu den neun der Kelche hier noch wissen?
Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was macht denn hier so glücklich? Könnte auch die Wunscherfüllung sein. Was ist die Wunscherfüllung oder Befreiung? Emotionale Befreiung kommt mir ja auch. Was ist denn die 9 der Kelche? Von 6 auf 9 sind auch 3. Und Dreierenergie ist immer so dieses Vertiefen, stabiler werden. 3, 6 und 9 sind auch so die Zahlen der Manifestation. Ne? Kannst du gerne mal ein Video angucken zu Herrn Tesla. Der hat da viel dazu zu erzählen. Bube der Münzen und König der Schwerter. Sehr schön. Der König der Schwerter deutet ja auf eine Person hin, die etwas fröstelig unterwegs ist. In meinem Fall könnte das ja tatsächlich der Autohändler sein. Ne? So ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch, ein Vertragspartner, ein Chef könnte das ja auch sein in deinem Fall. Oder jemand im Luftzeichen. Ne? Das deutet hier auf Wassermann, Waage oder Zwillinge. Jemand, der, wie gesagt, so das große Ganze im Blick hat, betrachtet das Gesamtbild, ne? Der den Überblick behält und die Verantwortung übernimmt. Auch für Kommunikation steht das hier, Projekte der Kommunikation. In meinem Fall könnte das hier mit der Community zu tun haben. So, und dann haben wir den Bube der Münzen, der steht hier für eine Bodenständigkeit, ja, eine Bodenständigkeit, eine Langfristigkeit, dass man hier langfristig was aufbauen möchte, dass man dass man die Dinge gut durchdenkt, strukturiert. Da kommt wieder so diese Jungfrau-Energie rein, ne? Die so dieses Detailverliebte und die alles ganz genau nimmt und da ja stundenlang an den ganzen Dingen rumfeilt, ja, und manchmal eben zu genau nimmt, da wäre es ihr halt zuträglich, wenn sie sich mehr in die Fische-Energie begibt. Das ist ja so das genau das Gegenteil, weil Fische liegt ja der Jungfrau gegenüber im Astrorat. Und die Fische-Energie ist ja etwas verträumt, hat so grenzauflösend und ist eher so offen für Chancen und Möglichkeiten und ist so bringt so eine gewisse Flexibilität mit rein, ne? Die vielleicht hier fehlen könnte, wenn man jetzt so zu, ja, wie sagt man, instigrent, ach ich und solche Wörter. Also wenn man zu genau die Dinge nimmt, also ja, vielleicht macht man sich davon frei. Der 9 der Kelche, wie gesagt, ist so ein Befreiungsschlag. Du siehst ja, wie sie hier in die Luft springt. Oder du hast halt hier Bedürfnisse, die du stillst, dir geht es einfach gut, du bist grundzufrieden, weil vielleicht die Kommunikation hier sehr bodenständig ist, sehr erwachsen, beziehungsweise, nee, erwachsen ist sie nicht, aber mit dem Bube der Münzen könnten sich hier neue Möglichkeiten zeigen, neue Möglichkeiten und Chancen, etwas anzugehen, vielleicht auch etwas Neues zu lernen. Ja, das ist so der Bube der Münzen, der beschäftigt sich auch mit neuem Wissen in Kombination hier mit dem König der Schwerter. Das ist vielleicht auch eine Person, die dir neue Möglichkeiten oder neue Wege aufzeigt, auch Lösungen zeigt, Lösungen bringt, Lösungsansätze bringt. Etwas, was dich sehr glücklich macht. Ja. So, gehen wir mal weiter. Oh, 2 der Kelche. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, weil jetzt kann ich die Karten ja hier auch in der Spiegelung deuten. Ne? Das heißt, die 2 der Kelche könnten durchaus mit den 6 der Stäben zu tun haben, wo man hier einen Erfolg, eine Anerkennung, eine Wertschätzung erlangt hat. Haben wir jetzt hier mit den 2 der Kelche ein Commitment, ein Ja zu einer Person, ein Ja zu einem Projekt, irgendetwas, wo du jetzt sagst, hier gehen wir jetzt gemeinsam oder da möchte ich mich in irgendeiner Weise verbindlich zeigen. Ja? Eine Unterstützung, ein Vertrag könnte hier auch anstehen. So, auf was deuten denn hier die 2 der Kelche genau hin? Da hätte ich doch gerne mal noch mehr gewusst. Worum geht es mit den 2 der Kelche? Da haben wir die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter ist eine Energie von... Man ist verstrickt ineinander. Man ist hier, ne, man ist in diesem Netz der Gedanken. Man, also ganz ähnlich wie hier die 9 der Schwerter, wo ja eine Entscheidung getroffen werden sollte. Wenn ich das aber jetzt im Kontext sehe, habe ich eher das Gefühl, dass man hier einen Ausweg findet über ein Commitment. Also, dass man hier alte Muster abstreift, vielleicht auch in einer Beziehung, dass man die überwindet, ne? Weil die liegt genau über Kreuz. Man konnte hier im Grunde alte Muster
überwinden und sich aus einer Verstrickung befreien. Das haben wir unter dem Kartendeck. Die sieben der Schwerter, das steht für eine, ja, erstmal an dich zum Beispiel jetzt so der Aufruf, wirklich authentisch zu sein, wirklich ganz ehrlich zu dir zu sein und dich so ehrlich, wie du bist, eben zu zeigen. Ehrliche, aufrichtige Kommunikation. Und mit nichts hinterm Berg zu halten. Und zum anderen könnten die sieben der Schwerter auch darauf hindeuten, dass vielleicht jemand anderes nicht ganz ehrlich mit dir war. Aber das habe ich hier eigentlich nicht so das Gefühl. Es geht vielleicht auch darum, dass du hier aus irgendeiner Situation noch mal so wie mit einem blauen Auge davongekommen bist. Das könnte hier auch sein. Aber was mir am allermeisten hier durchkommt, ist auch so dieses Strategische. Weil wir hier auch so diesen König der Schwerter in der Mitte haben. Mit dem Bube der Münzen habe ich eher das Gefühl, dass man hier eher strategisch an die Dinge rangeht und sich aus ungünstigen Gedanken, also das sind so destruktive Gedanken, die du hast. Vielleicht in einer Beziehung oder bezüglich einer Vertraglichkeit, einer Partnerschaft. Und hier haben wir die Königin der Münzen darunter, die auf diese Jungfrau-Energie hindeutet, die sagt hier neue Ordnung reinbringen, bodenständig bleiben, mit den Finanzen haushalten und vielleicht auch etwas in Ordnung bringen, was hier nicht so richtig in Ordnung ist, wo es vielleicht auch Dinge gibt, die hier Ungewissheit, ja. Also die Sieben der Schwerter ist auch so eine Energie von etwas nicht genau sehen oder wissen, so heimlich tun oder heimlich ja, planen. Was haben wir da noch? Könnte ja auch noch auf eine Person hindeuten. Ne? Königin der Münzen ist zwar im Allgemeinen immer eine unterstützende Energie. Jemand, der dich vielleicht mit Wissen unterstützt oder mit Finanzen. Vielleicht auch wirklich materiell unterstützt. Sie zeigt dir vielleicht auch Möglichkeiten auf, wie du hier wieder selber in die Stabilität kommen kannst. Und hier zeigt sich wieder der Teufel, ne? Also Themen der Unfreiheit. In irgendeiner Weise bist du vielleicht gedanklich unfrei oder bist tatsächlich unfrei, hast ja in irgendeiner Weise eine Enttäuschung oder einen Konflikt auch. Da will aber die Leichtigkeit reinkommen. Bube der Kelche deutet auf ein positives Lebensgefühl hin. Schauen wir mal, was wir noch dazu wissen dürfen. Ach Mensch, ich habe ja hier bei dem Bube der Münzen, da habe ich noch gar keine Klärungskarte. Das holen wir erstmal nach. Moment. Neun der Kelche. Was dürfen wir dazu noch wissen? Zu den Neun der Kelche. Was dürfen wir zu den Neun der Kelche noch wissen? Ja, siehst du, das ist nämlich diese Energie von Strategie, einem Plan haben. Eine Lösung, einen Plan, eine kluge Entscheidung von Langfristigkeit, die langfristig tragfähig ist. Auch sich auf seine Erfahrungen besinnen, die mit einbeziehen. So diese Schleue kommt hier so rein. Ne? Der Fuchs, der hat ja auch einen Instinkt, so dieses Animalische, dein Bauchgefühl, was sagt dir deine innere Stimme? Vielleicht, hier mit den Neun der Kelchen geht es wirklich um ein Thema, sich von irgendetwas emotional unabhängig zu machen. Von was musst du dich unabhängig machen? Hier darfst du etwas lernen. Das könnte eben eine Person sein im Luftzeichen oder die Meinung anderer. Vielleicht jemand, der sehr dominant wirkt. Dass du dafür eine gewisse Strategie brauchst. Wenn du nicht weißt, was du für eine Strategie brauchst, dann kontaktiere mich gerne, gucken wir nach. So, was sind die zwei der Kelche? Was ist hier los? Was dürfen wir zu den zwei der Kelche noch wissen? Da haben wir den Turm. Das ist ja interessant. Der Turm spricht von einem Amt, einer Behörde, ein großes Gebäude, eine Firma, eine große Firma vielleicht. Im Allgemeinen steht sie auch für den Zusammenbruch einer Thematik, einer Gedankenstruktur vielleicht, etwas, was du vielleicht auch als Gedankengefängnis empfunden hast, darfst du hier auflösen und dir die Frage stellen, wem gebe ich mein Ja? Ne? Die zwei der Kelche ist ein Commitment, das ist eine Verpflichtung, die du hier eingehst.
Das vielleicht auch, dass du dich wieder mit dir selber verbindest. Oder du hast ja eine Vertraglichkeit mit einer Behörde, einer Angelegenheit, wo man verstrickt ist. Eine Verstrickung. Ich hätte gerne mal noch mehr gewusst über den Turm. Welche Botschaft hat der Turm hier genau? Was geht es mit dem Turm? Da zeigst du dich. Okay. Der Turm kann eben auch für einen Rückzug stehen, ja, dass du dir diese Zeit des Rückzuges hier nimmst, um hier die Themen zu durchbrechen, ne, mit dem Schiff dich auf die Socken zu machen, dass du hier eine, und das ist auch spannend, schau mal, du hast hier den Ring, der für Vertragliche steht, wir haben hier die zwei der Kelche, die für Vertragliche stehen, also in irgendeiner Weise hat das hier was mit einer Verbindlichkeit zu tun oder einer Beziehung. Ein Vertrag oder eine Beziehung, wo man hier etwas überwindet, in eine neue Energie kommt, sich neu ausrichtet und alte Glaubensmuster komplett loslassen kann. Du kommst in so eine frische Energie. Das ist ja super spannend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die 5 der Schwerter. Warum das denn jetzt? Die 5 der Schwerter auf das Ass der Münzen. Und guck mal, spannend, ne? Wir haben hier unten die 9 der Schwerter, hier die 5 der Schwerter. Das sind beides ja so etwas ähnliche Energie. Hier sind wir im Gedankenkarussell, ja, da suchen wir den Ausweg aus einer ja vermeintlich unangenehmen Situation. Und mit den 5 der Schwerter haben wir hier einen handfesten Konflikt mit einer Person, mit einem Gegenüber. Oder eben in dir drinne. Und ich habe das Gefühl, dass das eben das ist, was ich hier auch schon mit den Routen auch zeigt. Das ist auch die Konfliktkarte, wo hier eine Entscheidung getroffen werden darf. Aber warum zeigen sich jetzt hier hinten nochmal die 5 der Schwerter? Wahrscheinlich, weil du diese 5 der Schwerter-Situation überwunden hast. Denn das haben wir ja hier auch liegen. Das sieht doch so aus. 6 der Stäbe, 9 der Kelche, eindeutig. Warum legen sich hier wieder die 5 der Schwerter? Warum? Oh, die ist aber weit geflogen. Moment. Aber war ich gelandet. Guck mal. Der Bube der Kelche. Ja, also das ist dann doch so, dass du hier eine... Oh, Moment mal. Ich sehe gerade die 7 der, Kelche. Hast du hier... hast du es hier mit einem Thema zu tun, wo du vielleicht zu naiv warst? Bube der Kelche ist ja so eine kindliche, unreife Energie, also eine emotionale Unreife. Und hier unterm Kardeck zeigen sich die 7 der Kelche, was auf eine emotionale Verwirrung und auch auf eine Illusion hindeutet. Vielleicht ist das so dein Konflikt, entweder mit einer jüngeren Person, vielleicht im Wasserzeichen, Fische, Krebs und Skorpion sind hier drin. Oder du hast es hier mit einem Thema zu tun, wo du emotional nicht in der Balance bist. 4 der Kelche, auch wieder so eine Energie von nicht zufrieden sein. Was dürfen wir denn zu den 5 der Schwertern wissen? Eine Botschaft bitte zu den 5 der Schwertern. Es kann auch hier einfach angezeigt sein, dass du hier jetzt in den kommenden 72 Stunden die Schwerter niederlegst, weil du diesen Frieden möchtest. Der Bube der Kelche ist auch eine sehr glückliche, friedliche Energie. Wir haben ja hier auch die Taube drauf sitzen, so die, wie die Friedenstaube. Was tun wir zu den 5 der Schwerter? Was ist die Botschaft? Ja, schau mal. Der Baum. Der Baum steht für Stabilität, für Gesundheit, für alles, wo es um dein Wohlbefinden geht, das ist deine Seelenaufgabe, dein Seelenort, auch deine Seelenpartner, deine Seelenmenschen, also die, wo du dich eben genährt fühlst und die du auch nähren kannst. Das ist hier mit dem Regenbogen auch eine sehr positive Entwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung, die hier ansteht. Vielleicht in dem Moment, wo du hier die Schwerter niederlässt, diesen Konflikt überwindest und in ein frisches Lebensgefühl kommst, bist du quasi hier genau auf dem Lebensweg. Ja? Das ist so der Baum auch, das ist so deine Bestimmung. Ja?
Was dürfen wir denn dazu noch wissen? Was dürfen wir zu dem Baum noch wissen? Eieiei, so viel. So, die beiden nehmen wir noch dazu. Guck mal, dann haben wir hier den Schlüssel und wir haben die Störche. Also eine positive Entwicklung kann hier auch auf ein Zuhause hindeuten, ein Schlüssel für ein Zuhause. Und wir haben ja auch das Thema der Befreiung. Ich will mal einen Schluck trinken. Der Befreiung. Eine positive Entwicklung. Eine Lösung, die sich hier zeigt. Und das könnte eben mit diesem Ass der Münzen zu tun haben, dass dir hier eine Chance geboten wird, vielleicht für einen Umzug oder mit einem Thema abzuschließen, einen häuslichen Thema, etwas, was mit deinem Zuhause zu tun hat. Auf jeden Fall ist das eine positive Veränderung, die hier reinkommt. Wodurch du vielleicht auch mit einem Konflikt abschließen kannst. So, was haben wir hier? Supi, supi dupi. So beenden wir das doch hier sehr gerne. Die 9 der Münzen, ganz ähnliche Energie wie die 9 der Kelche, ist auch ein Thema der Unabhängigkeit, der Freiheit, des Freigeistes. Bei den Münzen geht es allerdings immer mehr auch um die Stabilität. Ja, man ist quasi ja, so finanziell unabhängig. Man hat etwas gemeistert. Das ist auch so die Karte von Meisterschaft, von Selbstständigkeit, von Unabhängigkeit, von sie ist mit sich und der Welt im Reinen und ist gut versorgt. Sie ist auch gesundheitlich oben auf und fit wie ein Turnschuh. Ja? Wenn es hier um Themen der Berufung geht, sehe ich ja eindeutig den Erfolg, dass du hier wirklich dich von Themen unabhängig gemacht hast und da auch mit dem Ast der Kelche, da weil du deinem Herzen gefolgt bist. Ja? Was dürfen wir über die 9 der Münzen wissen? Ja, da haben wir die 3 der Münzen. 3 der Münzen ist eine Energie von sich vertiefen, mit anderen kooperieren. Vielleicht kooperierst du hier mit anderen oder ihr habt ein gemeinsames Projekt, an dem ihr arbeitet. Hier zeigt sich unterm Kartendeck der Ritter der Stäbe. Der deutet hier auf diese Feuerenergie hin, die wir hier mit dem Widder und dem Schützen schon haben. Das ist jemand, der sich wirklich jetzt in Bewegung setzt, der die Schritte geht, der mit leichtem Gepäck voranschreitet und einen komplett neuen Weg beschreitet. Der ist sehr abenteuerlustig und sehr neugierig und sehr leidenschaftlich. Ja? Also das kann natürlich auch sein, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der einfach so dein Traummensch ist, der sehr unabhängig ist, mit beiden Beinen fest im Leben steht und sich was aufgebaut hat und man hier jetzt gemeinsam auch einen Weg einschlägt, sich weiter ja, seine Ressourcen zusammentut, dadurch eine Stabilität reinbringt. Jeder bringt sich quasi auch mit seinen Qualitäten und mit seinen Ressourcen ein. Das können Zeit, Wissen, Finanzen sein, Talente sein. Beruflichen kann das auch eine Kooperation sein, ja, dass man oder dass du hier nochmal was lernst, etwas vertiefst, was dir hier diese Unabhängigkeit bringt. Auch spannend. Schauen wir mal, was die Lennemore-Karten uns zu den 9 der Münzen hier noch verraten. Was dürfen wir zu den 9 der Münzen noch wissen? Was dürfen wir zu den 9 der Münzen noch wissen? Aha, viel Kommunikation, viele Menschen, viele Meinungen. Jeder hat irgendwie was dazu beizutragen. Was dürfen wir zu den 9 der Münzen noch wissen? Auch Klatsch und Tratsch. Was dürfen wir zu den 9 der Münzen noch erfahren? Ah ja, okay. Ja, vielleicht lernst du, das ist ja sehr spannend, weil die 3 der Münzen steht ja auch für Themen von Lernen und Lehren. Und vielleicht lernst du, dich unabhängig zu machen von der Meinung anderer, etwas, was vielleicht vorher immer so an dir geknabbert hat. Ja, das mag ja sein. Sehr spannend. Unterm Kartendeck haben wir wieder die Würfel, die wir hier auch schon auf der Karte, dem Schicksalsrad, haben. Ja? Also da kann jetzt wirklich etwas positiv sich entwickeln. So, Outcome. Da haben wir den Ritter der Kelche. Auch wieder Bewegung, Dates, Support, also Unterstützung. Eine liebevolle Person, jemand, der sagt, finde ich toll, ich finde es toll, was du da machst. Und dich unterstützen möchte. Hier findet auch Kommunikation statt. Wir haben ja auch den Brief abgebildet. Und man macht dir hier auch Geschenke. Aufmerksamkeiten sind hiermit gemeint. Jemand, der vielleicht auch
auf dich zukommt, könnte das auch sein, vielleicht auch jemand, der Gefühle für dich hat. Und mit dem Hierophanten ist hier wirklich auch jemand dabei, der das richtig ernst meint. Ja, das ist eine langfristige Partnerschaft, die hier in Aussicht steht, eine langfristige Zusammenarbeit. Der Hierophant bedeutet auch Werte, steht für Wertvorstellung. Man hat hier gemeinsame Wertvorstellung. Man möchte wirklich mit dir hier gemeinsam diesen langen, langen Weg gehen. Ist auch im übertragenen Sinn so die Karte, die für Ehe und langer fester Partnerschaft steht, ja. Der Hierophant steht auch als Geistiger für die geistige Welt. Vielleicht bekommst du hier starken Support aus der geistigen Welt oder bekommst hier die Chance auch gereicht, jetzt aufzusteigen, wenn es beruflich ist, beruflich aufzusteigen, in eine Führungsrolle also zu einer Führungsrolle einzubekleiden oder wie nennt man denn das, ja? Kann ich jetzt noch nicht anders sein. Steht auch für deine Talente und deine Fähigkeiten, die du hier mit reinbringst, auf die du vertrauen darfst. Vertraue also auch auf deine Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, ja, die dir in die Wiege gelegt wurden. Irgendetwas Wertvolles könnte das auch sein. Vielleicht ist das auch einfach wertvoll, wo du sagst, dieser Mensch, der da kommt, den hat mir der Himmel geschickt oder so, ja? Sowas in der Richtung. Ansonsten repräsentiert der Hierophant auch das Sternzeichen Stier. Also achte mal darauf, vielleicht hast du es auch mit einem Stier zu tun, mit dem du hier förderliche Gespräche führen könntest. Schauen wir mal, Ritter der Kelche, worum geht es hier? Ah ja, siehst du, glückliche Fügungen. Etwas, was sich hier auch sehr fruchtbar zeigen könnte und dir sehr viel Glück verheißt. Um was geht es denn mit den Hierophanten? Welche Botschaft hat der Hierophant denn noch? Uiuiui. Ja, wo ist denn jetzt die Karte? Hier. Da haben wir zum einen den Berg, wir haben das Herz und wieder die Würfel. Das ist ja mit dem Berg eine Thematik, die auch mit Aufstieg und Abstieg zu tun hat, auch mit Distanz zu tun hat, einer Hürde, einer Blockade oder etwas Großes. Ja, das ist erstmal ein Berg. Welche Bedeutung gibst du dem Berg, wenn du diese Karten siehst? Deutet er für dich eher als ein Stein, der dir im Weg gelegt wird? Oder deutest du den eher wie ein Erfolg, ne, auf der Spitze des Berges stehen, die Übersicht haben, oder deutest du ihn als eine Stabilität? Ja, wir haben ja auch den Hirsch hier drauf, der auch für Fruchtbarkeit steht und für Führungsposition. Und der Berg kann ja auch etwas Großartiges sein, ja, eine große Stabilität in deinem Leben bringen, mit dem Herzen zusammen eine starke Beziehung, ein starkes Gefühl, ne? Und mit den Würfeln sagt man ja immer so schön, die Würfel sind gefallen, ja. Also die Würfel sind hier gefallen, man hat ja eine Entscheidung getroffen. Eine positive Entscheidung, die dir sehr viel Glück mit reinbringt. Sehr schön. Das freut mich sehr. Wenn du mehr darüber wissen willst, was das für dich bedeutet, ja, wir können natürlich hier nicht alles genau beleuchten. Ich kann dir im Detail hier nicht natürlich sagen, wie sich das genau zeigt, weil ich deine persönliche Situation nicht kenne. Wenn dich das interessiert, dann, wie gesagt, schau bei Elopage rein. Buch dir deine persönliche Legung und dann schauen wir rein. Vielen lieben Dank für dein Like, für dein liebes Kommentar und deine Unterstützung. Es freut mich sehr, von dir zu hören. Schau dir auch gerne die Legung für September an oder für die Neumondlegung. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Tausend Küsse. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.